Das ist ein ziemlich verdrehter Kerl, dieser Jona, von dem wir da hören. Man weiß auch nicht recht, wie der in die Riege der Propheten gekommen ist. Es ist ja kein Beruf, den man lernen kann, obwohl es auch berufsmäßige Tempelpropheten gab. Die Propheten, die wir kennen, etwa diese 12 Kleinen, zu denen, sogenannten Kleinen, zu denen Jona gehört, die werden von Gott gerufen. Und wir haben das im ersten Kapitel gesehen, ob die wollen oder nicht. Aber das bleibt bis zum Schluss ein verdrehter Kerl, indem er sich mit dem lieben Gott selber anlegt. Hast du ein Recht, zornig zu sein? Ja, ich habe ein Recht, zornig zu sein. Mir ist es leid um diesen Rizinusstrauch, der hat mir Schatten gespendet und das war gut und jetzt ist er kaputt. Und jetzt knallt mir die Sonne auf den Kopf und das bist du schuld. Ein wirklich verdrehter Kerl. Und trotzdem kommt durch ihn Gottes Auftrag zum Ziel. Er wird geradezu hingetragen, dass er die Botschaft Gottes ausrichtet. Er tut das dann auch. Aber das wird wieder zum Vorwurf gegen Gott. Ich habe ja gewusst, dass du gnädig bist. Also warum schickst du mich überhaupt dahin? Aber ohne dass Jona das Gericht ankündigt, kehrt Ninive nicht um. Wenn wir heute den Tag des unserer lieben Frau vom Rosenkranz begehen, dann kann man in ihr so etwas wie einen Gegenentwurf zu Jona sehen. Sie macht sich nicht nur bereit für den Auftrag Gottes, sie wird geradezu zu einem lebendigen Gefäß des Auftrags Gottes, zu einem lebendigen Gefäß seiner Barmherzigkeit. Und in ihr fließen sozusagen beide Bildstränge zusammen, die wir beim Propheten Jona finden, die Stadt und das Gewächs, das was emporwächst. Ihr kann kein Wurm etwas anhaben. Da gibt es keinen Wurm, der geschickt wurde oder der sich auf den Weg macht und irgendetwas annagt, sodass sie zu Schaden käme. Nein, die vielen Bilder, mit der wir sie besingen, mit allem Wachsenden und Blühenden, benutzen wir zu Recht. Denn sie blüht und wächst bis heute zu unserem Nutzen. Und Gott hat sie zur befestigten Stadt gemacht, zu einer uneinnehmbaren Stadt, die allen Schutz gewährt, so groß ist sie. Deshalb rufen wir sie an. Und es ist schön, dass gerade jetzt am Mittwoch der 27. Woche der Wunsch der Jünger trifft, Herr, lehre uns beten. Das ist der Sinn des Gebetes, das so in den Vordergrund rückte, als Europa gerettet wurde vor der türkischen Übermacht seinerzeit in der Seeschlacht von Lepanto. Als dieses Gebet so im Vordergrund stand. Sie lehrt uns beten. Das ist der Sinn des Rosenkranzgebetes. Es gibt einige Menschen, denen ist das so selbstverständlich, dass sie nie darüber nachdenken. Und für andere ist das so exotisch, dass sie dann auch nie darüber nachdenken oder auf die Idee kommen, ihn zu beten. Sich von Maria an die Hand nehmen lassen, um die Geheimnisse des Lebens Christi zu bedenken und damit zu Christus geführt zu werden, das ist der Sinn des Rosenkranzes. Geformt zu werden von den Mysterien Christi. Und es gibt keine bessere, wenn man so will, Prophetin als Maria selber, die uns diesen Weg führt. Der Weg, den sie uns führt, führt immer zu Christus.